Hallo ihr Lieben, hier ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei mit einer neuen Folge des Faserlexikons. In dieser geht es um das Coburger Fuchsschaf. Das Coburger Fuchsschaf ist eine alte deutsche Rasse, die zumindest eine Zeit lang auch vom Aussterben bedroht war. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das immer noch so ist, aber sie ist definitiv sehr selten geworden und schützenswert, denn das Vlies ist etwas sehr Besonderes. Wie der Name schon sagt, kommt das Schaf aus der Gegend von Coburg ursprünglich und Fuchsschaf heißt es wegen der Farbe des Vlieses. Lämmer haben ein tiefrotbraunes, dunkles Vlies, das dann im Verlauf des Lebens immer heller wird. Ich habe schon häufig mit Coburger Fuchsschaf gearbeitet und war sehr positiv überrascht, nachdem ich mich jetzt nochmal ganz gezielt an die Faser begeben habe, wie vielseitig die doch eigentlich ist. Und ich habe für das Video sowohl mit Rohwolle gearbeitet, die ich bekommen habe und die ich selber gewaschen und kadiert habe. Und ich habe mit einem Kammzug gearbeitet. Normalerweise, wenn man ein Vlies-Coburger Fuchsschaf bekommt und wenn ihr in der glücklichen Position seid, an eins ranzukommen, macht es auf jeden Fall, es lohnt sich, dann sind die Fasern sehr kurz. Bei dem Vlies habe ich im Durchschnitt etwa 3 bis 4 cm gemessen und hier könnt ihr auch schon sehen, auch wenn das Ganze natürlich nicht mehr wirklich rotbraun ist, sondern mehr so eine beige Färbung hat, dass da sehr viele Facetten drin stecken. Und obwohl die Faser so kurz und so gekräuselt ist, ist sie nicht fein. Es ist eine robuste Faser. Es ist eine rauere Faser. Das merkt man auch schon, wenn man so eine Locke in der Hand hat. Es hat einen weichen Touch, aber die Fasern sind nicht fein, sondern haben in der Regel so zwischen 30 und 35 Mikron. Das gehört schon eher zu den gröberen oder wie ich gerne sage, robusteren Fasern. Aber das ist auch die positive Eigenschaft dieser Faser, denn sie sind wirklich robust und widerstandsfähig. Dann habe ich, wie gesagt, auch noch mit so einem Kammzug gearbeitet. Den haben wir auch im Shop. Die Fasern sind feiner als die von diesem Vlies hier. Das fühlt man auch direkt. Also das fühlt sich um einiges geschmeidiger nochmal an. Wenn auch immer noch nicht Merino-weich oder so. Und wenn man jetzt hier vorne mal so ein paar Fasern rauszieht, dann sieht man gleich, dass die hier um einiges länger sind. Die sind gewellter und weniger stark gekräuselt. Beide Verarbeitungsarten, wenn ihr tatsächlich an so ein Vlies kommt, das ist fast zu kurz zum Kämmen. Man könnte es versuchen, ein bisschen. Ich zeige euch auch gleich noch einen Trick, wie man trotzdem versuchen kann, ein möglichst glattes Garn daraus zu bekommen. Aber grundsätzlich würde ich so kurze Fasern kadieren. So, das habe ich auch getan. Und jetzt möchte ich euch natürlich die Proben zeigen, die ich gemacht habe. Und aus dem kadierten Vlies habe ich erstmal einen Streichgarn gesponnen. Das heißt, ich habe tatsächlich das Vlies im langen Auszug gesponnen. Und ich finde den Kontrast sehr cool, den ihr gleich sehen werdet. Es gibt nämlich tatsächlich ein sehr klassisches Streichgarn. Das Ganze habe ich verstrickt und zu dieser Probe verarbeitet, die sehr robust ist, sehr elastisch. Es ist ein super, super elastisches Garn. Und ja, wie so ein Schimmer hat durch das Spinnen im langen Auszug, stehen da sehr viele Fasern ab, was natürlich auch je nachdem so ein bisschen zum Pilling neigt. Also, dass sich da so kleine Flöckchen drauf bilden. So ein Garn könnte ich mir unheimlich gut für Oberbekleidung vorstellen. Für Oberbekleidung, für Westen, für Jacken zum Beispiel. Und natürlich auch zum Weben. Als Streichgarn, nicht unbedingt als Kettgarn, weil das einfach zu faserig ist, zu fusselig ist und die Fäden sehr leicht aneinander haften würden. Aber auf jeden Fall als Schussgarn, was von sich aus ungefärbt tatsächlich schon ganz sehr tweedig aussieht. Ja? Also unheimlich viel Tiefe, unheimlich viel Facetten und eine ganz, ganz, ganz
tolle Oberfläche. Ja, ich könnte das sogar auf der Haut tragen. Ich könnte mir da vielleicht sogar sowas wie einen Schal draus machen. Gerade durch diese Fasern, die oben abstehen. Ha, ich finde das toll. Dann habe ich mir den Kammzug vorgenommen. Und aus dem Kammzug habe ich im kurzen Auszug ein wirklich klassisches Kammgarn gemacht. Und der Unterschied ist faszinierend, denn daraus ist diese Probe entstanden, bei der das Maschenbild tatsächlich noch viel klarer ist, die wirklich richtig schön glatt ist. Auch hier hat man Fasern, die so ein bisschen rausstechen, aber viel, viel, viel weniger. Und dadurch wirkt das Ganze so ein bisschen, fast so ein bisschen pieksiger. Das hat nicht mehr diese schöne, weiche Oberfläche wie die andere Probe. Ist aber trotzdem noch super, super, super elastisch. Also das ist tatsächlich ein immenser Unterschied zu der anderen Probe. Ich versuche euch die nochmal ein bisschen zusammen zu zeigen. Die obere ist also das Streichgarn, sehr fusselig, wirkt so ein bisschen verwaschen und hat aber trotzdem diese Tiefen in der Farbe. Und hier, das ist ein bisschen heller, das Kammgarn, aber da haben wir ein viel, viel glatteres und auch gleichmäßigeres optisches Bild. Das macht natürlich dieses Kammgarn eher zu einem Garn für Kleidung, die tatsächlich gar nicht auf der Haut liegt, das aber sehr, sehr, sehr robust ist. Also wenn man das fühlt, dann merkt man schon, da kommt nichts dran. Ja, die kann man wahrscheinlich 30, 40 Jahre lang tragen und da passiert einfach nichts mit. Während ich dieses Streichgarn tatsächlich eventuell sogar auf der Haut tragen könnte. Andere, wer jetzt empfindlich ist, natürlich nicht. Aber trotzdem auch für Oberbekleidung oder vielleicht auch für Wohnaccessoires, zum Beispiel Kissen oder sowas. Wobei ich das fast schon ein bisschen zu schade fände, weil dafür ist die Faser einfach zu toll. Und was man natürlich auch machen könnte, ist die Faser färben, so dass, oder das Garn färben, so dass man dann also auch in dem gefärbten unheimlich viele Facetten hat, einfach durch die Facetten der Grundfarbe an sich. Und aus dem Kammgarn habe ich dann noch eine Webprobe gemacht mit meinem kleinen Zoomloom und finde, es ist ein wunderbar schönes Gewebe entstanden, das auch sehr, sehr glatt ist, eine sehr, sehr schöne Oberfläche hat, immer noch ein bisschen Elastizität, wobei natürlich nicht die gleiche wie beim Stricken, sondern im Gegenteil einfach ein sehr, sehr robustes Gewebe entsteht, das auch toll wäre zum Beispiel für Jacken oder Westen oder auch gerade hier dann für Taschen. Taschen könnte ich mir auch wunderbar, so einfache Umhängetaschen oder sowas, aus diesem Gewebe vorstellen. Und dann habe ich noch ein bisschen gespielt. Und zwar habe ich aus dem Vlies einen dick-dünnen Faden gemacht und das Ganze mit einem Shetland-Faden verzwirnt und daraus ein Keulgarn gemacht. Und ich bin ja sonst gar nicht die Adyan-Spinnerin, aber ich finde, das Coburger Fuchsvlies aus diesen wunderbaren, süßen, kurzen Fasern zu Keuls zu verspinnen, lädt fast ein. Also das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Das Keulgarn habe ich dann so ein bisschen angefilzt. Das heißt, ich habe das in so Schockbäder heiß-kalt gelegt und das hat dazu geführt, dass die Coils unheimlich kuschelig und squishy und weich sind. Das ist total cool. Und das Ganze habe ich dann verstrickt. Sehr, sehr elastisch. Und hier könnt ihr sehen, hier unten hatte ich dann so kleine Wölkchen gemacht, die hier so rausgucken. Und hier oben hatte ich es dann so verstrickt, dass die Coils hier so ein bisschen drüber liegen und die fühlen sich unheimlich cool an. Also der Stoff dazwischen nicht unbedingt, aber die Coils fühlen sich total toll an. Also wer auf sowas steht und solche Texturen mag, dem kann ich das nur ans Herz legen. Auch dafür ist Coburger Fuchs auf jeden Fall ziemlich cool. Das hat großen Spaß gemacht und ist eine ganz witzige Möglichkeit, gerade mit solchen Fasern zu arbeiten. Ich denke, als Effekt, zum Beispiel in einem Schal, bei dem man dann vielleicht noch mit was Feinerem verzwirnt,
damit man das auf der Haut tragen kann oder sogar hinten dann was drüber näht oder einen anderen Stoff oder auch eine andere Seite strickt und die dran näht, damit man es auf der Haut tragen kann, wäre das auf jeden Fall was. Also geht raus und spinnt Coils aus Coburger Fuchsschafwolle. Abschließend, Coburger Fuchswolle ist ein unheimlich vielseitiges, interessantes Material, das man definitiv ausprobiert haben sollte. Wie gesagt, es gibt es im Vlies auch zu kaufen, also im kadierten Vlies. Bei uns gibt es als Kammzug, der sich wunderbar im kurzen Auszug spinnen lässt und damit auch für Anfänger ganz gut geeignet ist, wenn man mal robustere Wollsorten ausprobieren möchte. Und im kadierten Vlies ein bisschen fluffiger ist und besonders gerne eben ein Streichgarn wird, ein weiches Garn wird, das vielleicht nicht das allerbeste für Anfänger ist. Wenn ihr ein Vlies mit so kurzen Fasern bekommt und das möglichst glatt ausspinnen möchtet, dann könnt ihr das auch nur mit den langen Kanten der Handkarte quasi kämmen, indem ihr die Locken vorne auf der Handkarte verteilt und dann anders als normal seitlich abnehmt und einrollt, sodass die Fasern möglichst parallel nebeneinander liegen. Das noch als kleiner Tipp am Rande. Mich würde natürlich wie immer interessieren, was ihr über Coburger Fuchsschafwolle denkt, wenn ihr schon mal damit gearbeitet habt. Also schreibt mir gerne einen Kommentar unter dieses Video. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an alle meine Patrons, meine Unterstützer, die mir die Möglichkeit geben, mit ihrer finanziellen Unterstützung weiter großartige Videos für euch zu machen, und auch an all diejenigen, die mich nicht über Patreon, sondern per PayPal oder Überweisungen und anderen Spenden unterstützen. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, und wer von euch mich gerne noch unterstützen würde, der kann sich gerne an mich wenden oder einfach nachschauen unter patreon.com/shantimanu. Hier seht ihr noch mein letztes Video und ein kleiner Link zum Abonnieren meines Kanals, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch bei all euren Spinnereien ganz, ganz viel Freude und bin raus für heute, eure Shanti. Bye!